Schande. Krieg ich ja Augenkrebs, wenn ich das sehe. Das sind dieselben, die diese geil animierten Trailer gemacht haben, wenn sie irgendwas im Tabletop neu rausbringen. Au. Also, ich verstehe es nicht. Ich habe da kein Verständnis dafür, wie man so Qualitätsunterschiede machen kann. Und für das eine verlangt man auch richtig viel Kohle, also. Au, tut das weh. Mehr als Körperverletzung. Wie gesagt, die erste Folge habe ich geguckt, da ging es um den Krieg im Armageddon. Der hat ein paar echt coole Szenen, wo gut gemacht waren, wo ich gesagt habe, ja, so als Einstieg wäre das in einer durchgängigen Qualität, wäre das in Ordnung gewesen. Da hätte ich gesagt, ich gebe dem nächsten eine Chance, weil es mich interessiert, weil, ja, es war interessant, mal einfach diesen Charakter ein bisschen genauer zu sehen. Aber erstens mal hört die Folge einfach mittendrin auf, hat man das Gefühl. Und dann wechselt halt die Qualität, weil es fängt mit einem Ork an, der erzählt, wie er auf Kommissar Jarek getroffen ist. Und Kommissar Jarek ist so ziemlich die härteste Drecksau im ganzen Universum. Oder eine der härtesten, muss man jetzt sagen. Und wenn es dann in die Vergangenheit geht, ist es richtig, also dann ist die Animation okay. Dann ist der Zeichenstil, der passt da zu diesem Charakter. Und dann kommt wieder die Gegenwart und das ist dann so auf Comedy ein bisschen gemacht. Und ich denke, was ist denn das für ein Scheiß? Das sind Orks, das ist eine der Rassen, die die Galaxie wahrscheinlich überrennen werden. Die nur für Krieg lebten, die wird so richtig als Comedy dargestellt. Ich meine, die sind spaßig zum Spielen, dafür sind sie da. Aber die sind nicht spaßig, weil sie von der Art her lustig sind, sondern einfach, wie ihr ganzer Scheiß funktioniert. Au. Hat mich mal zerquetscht. Gerne einen Film. Der Warhammer-Film damals, Ultramarines, der ja der erste animierte Film war in dem Universum, der war grottig. Der war so schlecht. Da habe ich mir auch gedacht, sag mal, Leute, ihr habt die Marke. Kennt ihr eure eigene Marke nicht? Da haben sie dann Kornberserker eingebaut. Oder es sollten Kornberserker sein, aber das waren komplett Black Legion-Soldaten. Und natürlich hat Black Legion auch Kornberserker, klar. Aber die haben alles und die sind so dargestellt worden, als wäre die komplette Armee einfach nur Kornanhänger. Ey, wir sind dem, das sind nur 5 Feinde, wir sind dem in einer Hundertschaft überlegen. Komm, wir rennen jetzt komplett im Nahkampf auf die zu und kommen nicht auf die Idee, eine Fernkampfwaffe einzusetzen. Vor allem die rennen einen Berg runter, der noch gefühlt einen Kilometer weit weg ist, bevor sie überhaupt da reagieren, also. Ja. Thomas, kennst du Kommissar Jarek vom Namen her von Warhammer? Nee. Also Jarek ist ein Kommissar in der imperialen Armee und die Kommissare sind ja dafür da, wie damals in Russland, wenn Feind also für die Moral da und wenn die eigenen Truppen sich zurückziehen, exekutieren und sowas. Und auch wenn der Offizier als unfähig ist, den Offizier exekutieren und so ein Kram. Also die sind dafür da, Linien zu halten und die Moral zu halten. Okay. Und Kommissar Jarek ist halt auf Armageddon, der ist eine Legende einfach, unter den ganzen Comics. Der ist sogar unter, für einen normalen Mensch ist das ein richtig harter Motherfucker aufgeteilt. Der hat im Krieg um Armageddon, im Zweiter, ist ihm der Arm abgetrennt worden von einem Ork mit Energiekralle. Also das ist so wie ein Laserschwert, aber als eine Schere, wie eine Hand kannst du dir vorstellen. Da ist der Arm abgetrennt worden. Au. Ah, das ist so einer wie der dich gefragt hat, ob du eine Rede halten willst. Nur der ist halt richtig. Die Orks nennen Jarek, also Kommissar Jarek wird von den Orks als Jarek mit dem bösen Blick bezeichnet. Okay, also weil der halt, ihn gefragt hätte er mich umgelegt. Als Space Marine stehst du da drüber. Da kann der dir nichts. Aber als Angehöriger der imperialen Armee, der kann sogar einen General exekutieren, wenn er der Meinung ist, der General ist unfähig. Größere Schiffe haben auch einen eigenen Kommissar. Wenn der Kapitän
sagt, oh, wir müssen uns zurückziehen, und der Kommissar sagt, nö, wir bleiben stehen, und der Kapitän versucht, sich zurückzuziehen, dann ist er dafür da, den Kapitän zu erschießen. Also, ja, die sind eigen, was ihre Sachen angeht. Auf jeden Fall, Jarek hat den Arm abgetrennt bekommen, hat dann den Ork trotzdem noch getötet und hat dann aber, er hat dann den Arm hochgehoben als Zeichen der Stärke vor den anderen Orks. Ich habe euren obersten Anführer besiegt, ich bin stärker als er, und die Orks sind dann tatsächlich abgehauen. Er hat sich dann den Arm dran operieren lassen an seinen abgetrennten Arm und trägt jetzt quasi eine Orkwaffe als Armprothese. Als Zeichen für die anderen Orks, ich habe einen eurer Anführer besiegt, ich bin stärker. Das hat er schon gemacht, um den Orks halt ein bisschen Angst zu machen, beziehungsweise um die Orks auf ihn zu lenken. Seid gegrüßt. Um sie dann halt zu erschlagen, um zu zeigen, ich bin besser als ihr. Kommt und dann, um dann halt auch seine Leute zu stärken. Ey, guckt mal, das sind Versager, die kriegen nichts auf die Reihe, ihr braucht vor denen keine Angst zu haben. Guck, ich bin nur ein einfacher alter Mann und bin schon stärker als die. Und die Orks, der hat halt, das ist ein wirklich alter Mann, also du kannst ein 80- oder 90-Jähriger. Der hat halt eine andere Lebenserwartung in der Zeit. Die können schon über 100, fast 200 Jahre alt werden, die Menschen. Aber trotzdem, 90 Jahre ist halt 90 Jahre. Sieht halt auch so aus. Ich weiß das genaue Alter jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr alt. Und deswegen, er hat auch so einen richtig bösen Blick drauf. Er schafft es sogar mit seinem Blick, Space Marines zum Schweigen zu bringen. Da war so ein Space Marine, der hat ihm gesagt, was soll ich auf dich hören, du bist nur ein einfacher Mensch, du hast gar keine Ahnung, was wirklich, also zu was wir fähig sind, das würdest du nie hinkriegen. Und Jarek hat nichts gesagt, er hat den Space Marine einfach angeguckt, bis der Space Marine aufgegeben hat. Also einer der Auserwählten des Imperators ist unter seinem Blick zerbrochen. Und die Orks haben ihnen halt wegen seines bösen Blicks den Namen Jarek mit dem bösen Blick gegeben. Und als Jarek das gehört hat, fand er das so toll, dass er sich ein Auge entfernt hat und durch ein Laserauge ersetzt hat. Das heißt, er hat jetzt ein Lasergewehr als Auge. Ich glaube, Thomas ist weg. Bin da, ich höre noch zu. Der hat jetzt ein Laserauge als ein Lasergewehr als Auge, einfach weil das. Ach, die gucken, die sagen, mein Glück ist böse und ich kann Feuerstrahl mit meinen Augen verschießen. Dann sorge ich dafür, dass ich Feuerstrahl mit meinem Auge verschießen kann. Er wurde auch mal gefangen genommen und sollte dann als Sklave für die Orks arbeiten. Hat es dann geschafft, nur mit provisorischen Waffen eine Rebellion zu starten unter den Sklaven. Und bei einem der Hauptkriegsschiffe der Orks schweren Schaden zu verursachen und auch jede Menge Orks zu töten. Und der Anführer Gaskul MacUrtraka, also der orkische Prophet, fand das so toll, dass er ihm seine gesamte Ausrüstung zurückgegeben hat und ihn zurück ins Reich der Menschen geschickt hat, weil er gesagt hat, organisier du die Verteidigung, weil ich glaube, dann haben wir richtig geiler Kampf. Und er hat ihn sogar dann noch 50 Uhr Zeit gehabt, die Verteidigung vorzubereiten. Weil er einfach ein geiler Kampf wollte. Deswegen, ich gehe zurück, bereite alles vor und wenn ich dann komme, ey, dann kloppen wir uns richtig geil. Das wird richtig cool, freue ich mich drauf. Interessant. Ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber Orks, die wollen halt kämpfen, die wollen Spaß beim Kämpfen, die haben doch ihr Spaß, das ist ihre Freizeitbeschäftigung quasi, dafür leben sie. Und wenn der Kampf keinen Spaß macht, sind sie halt sauer und genervt. Und deswegen, wenn sie einen Gegner haben, der so gut ist, dass er sogar nur als Sklave fast schafft, eines der Hauptkriegsschiffe zu zerstören, wie gut muss dann ein Kampf gehen, den sie sind, wenn er Zeit hat, sich vorzubereiten? Dann haben sie ihn halt freigelassen. Hey, ja, Angst, dass er mich dann umlegt, eher. Jahre, wie gesagt, Jahre, vor denen haben Space Marines Respekt. Weil es halt Avisevera ist. Kräftetechnisch hat er natürlich keine Chance gegen Ork. Das ist trotz allem immer noch ein Mensch. Aber was er mit seinem Kampfgeschick und alles, mit seinem Wille alles geschafft hat, da haben die Orks so riesige Respekte vor. Und jeder Ork, der einen Kampf gegen Jahre überlebt hat, der wird so ein bisschen wie ein Nationalheld betrachtet.
Punkte gesehen, von denen, wo gegen die Jahre gekämpft werden. Und er lebt noch. Geil. Er ist total verstümmelt worden. Ist egal, er hat überlebt. Die Orks bringen sogar ihre eigenen Leute um, wenn die schlecht über die Jahre geschwätze. Okay. Also nur ein Mensch, den kloppen wir zusammen. Was? Das ist nur ein Mensch, das ist Jarek, verdammte Scheiße. Bam. Ich meine, das sah alles aus. Ja, da müssen wir ganz schön Angst haben vor dem. Ja gut, Jarek mit dem bösen Blick. Er hat sich ein Auge ausgestochen zu hicken. Entfernen lassen, er hat es chirurgisch entfernen lassen und hat es durch ein Laserauge ersetzen lassen. Ich glaube nicht, dass es chirurgisch entfernen lassen. Doch, hat man, das sieht man in der Serie auch einen kleinen Ausschnitt, aber das weiß ich halt auch aus der Geschichte her. Das hat er absichtlich gemacht. Er hat halt gefragt, ob das geht, das ging, und dann hat er halt so ein Mini-Lasergewehr oder sagen wir eher eine Laserpistole als Auge. Also damit einen Orks was Gepanzertes zu töten, ist nicht unbedingt möglich, aber so ein Schuss ins Gesicht, ins Auge oder so, oder in den ungeschützten Hals, das ist tödlich. Eine Rüstung oder sowas könnte er damit jetzt nicht unbedingt durchstoßen. Außer halt, wenn er eine Schwachstelle trifft. Klingt schmerzhaft. Ja, die Waffe ist nicht stark, das ist wie so ein Wespenstich eher. Aber wie gesagt, so ins Auge oder in irgendeine... Ist nicht stark. Ins Auge oder sowas ist halt tödlich. Au. Ich stehe euch zu Dienst. Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich grüße euch. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Das klingt einfach zu schmerzhaft. Soll denn hier jetzt ein Hebel sein? Bestätigt den ersten Hebel. Wo soll denn der sein? Wenn ich die Antwort drauf wüsste. Ich stehe euch zu Diensten. Ich würde es dir sofort sagen. Jetzt gegenüber. Sind sie jetzt aus der Halle raus oder wie? Ich möchte jetzt nichts sagen, ne? Aber wenn du die Karte aufmachst, das erinnert mich irgendwie an die Karte von Luigi's Mansion. Ne, Gewölbe der Rätsel ist da drin. Oh Gott, was hatte der so ein Gameboy Horror im ersten Teil? Ja, irgendwie sowas. War eigentlich ganz witzig, ein Gameboy einfach mal für alles zu benutzen. Ja, die Anspielungen waren schon cool. Ich bin mal gespannt, ob sie ein Luigi's Mansion 4 machen werden. Das wäre cool. Dann ist es kein Hotel, dann ist es einfach so ein Strandhaus. Das wäre auch cool. In Richtung Strand. Das wäre auch geil. Ah, okay. Das Gewölbe liegt gegenüber von Thorins Halle, nördlich die Treppe hinauf, das ist da hinten. Seid gegrüßt. Wie darf ich euch helfen?
Ganz schlimm ist die Folge, Matthias, wo die Elder gegen die Space Marines kämpfen. Da siehst du nämlich so einen, wie heißen sie das? So einen Skorpionkrieger, die in der grünen Rüstung. Und das ist so scheiße gemacht, dieser Kampf. Der tut richtig weh. Also richtig tut der weh. Da ist so ein Space Marine, der kriegt die obere Schädeldecke abgesenzt. Au. Und das sieht aus, als ob irgendeiner, wie soll ich das sagen? Da ist ein Bild mit Paint. Ich mache jetzt mit roter Farbe unter die Augen, als ob da Blut rausläuft. Ey, die verdienen Millionen mit Warhammer. Ne? Nein, mal hin. Du, was halt immer kritisiert werden, zu Recht, ist halt der Preis. Ja, aber trotzdem, die verdienen Millionen. Die geben ja nicht die Lizenzen hier einfach so für Spiele und hast den gesehen und schieß mich weg. Ab. Da fließt ja schon eine Stange Geld. Da kriegen sie es nicht hin, mit einem gescheiten Animationsstudio dabei zusammenzuarbeiten. Ja, aber die Animationsstudios wollen mit denen zusammenarbeiten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich denen wünsche. Dass es nach hinten losgeht oder dass das trotz allem, obwohl es so scheiße aussieht, erfolgreich wird, damit sie vielleicht auf den Trichter kommen. Wie viel Geld können wir verdienen, wenn wir das gut machen? Naja, dann müssten, um da einen Trichter dafür zu bekommen, wie gut das eigentlich hätte machen können, müssten sie eigentlich eine richtige Breitseite bekommen. Oh, Moment. Die Axt beißt tief vor dem ersten Sonnenstrahl. Die Sonne geht auf, nachdem der Mond zur Ruhe gegangen ist. Ein Juwel mag im Sonnenlicht zu finden sein. Geschmeide erlangt man erst nach harter Arbeit. Vor allem anderen ist das Silberlicht des Mondes zu sehen. Das heißt, der Mond ist das Erste. So. Geschmeide erlangt man erst nach harter Arbeit, das ist dann die Axt. Die Axt gehört vor dem Sonnenstrahl. Die Sonne geht auf, nachdem der Mond zur Ruhe gegangen ist. Das heißt, im Mond... Dann Axt. Mond, Axt. So. Die Sonne geht auf, nachdem der Mond zur Ruhe gegangen ist. Ein Juwel mag im Sonnenlicht zu finden sein. Geschmeide erlangt man erst nach harter Arbeit. Okay, ich würde jetzt auf Sonne gehen und dann auf Juwel. Ah, das Gewölbe wurde geöffnet, super. Rätsel gelöst. Die Krone der Berge. Weiß, bist du König der Berge oder wie? Jawohl. Aber mal ein anderes Thema. Hast du zufällig von Twitch eine E-Mail bekommen über, dass sie, also wie ich bei mir in der E-Mail rausgelesen habe, dass du, wenn du einen Hype-Train bekommst, dass du geboostert wirst? Das habe ich nicht mitbekommen. Nein, ich habe noch nicht gelesen, muss ich sagen. Also ich habe eine E-Mail bekommen, dass sie jetzt ein Feature ausprobieren wollen, da hatten wir ja schon mal das Thema wegen Booster-Dings, dass wenn den Hype, also das übliche wieder, ja, wir haben kleiner Streamer, bla bla bla, ausgewählt, bla bla bla, und wenn du einen Hype-Train bekommst, dann kannst du geboostert werden, dass du auf sichtbaren Seiten von Twitch landest und so. Ich hab nur gedacht, ach nee, bloß nee. Das ist noch bescheuerter als das Booster zu kaufen. Hab ich nicht gelesen. Ich check leider mein E-Mail-Fach nicht regelmäßig. Müsste ich vielleicht mal ändern. Seid gegrüßt! Ja, muss ich bei Twitch. Musst du mal lesen. Als du die E-Mail bekommen hast. Ja. Gucken, ich hab. Das war's. Kein Satz, oh, das hast du toll gemacht, dass du das Rätsel gelöst hast, sondern einfach, ja, hier, nimm den Helm und geh.
Deswegen mag euch keiner. Was? Ein Mindestlohn? Willkommen! Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Der Unterkunftsvermittler. Ah, ja, stimmt. Siedlungen. Ja, die wollen Hype-Train testen, wo du geboostert wirst. Okay. Ja. Nennt sich dann Boost-Train. Der Boost-Train. Ja. Hallo? Das klingt geil. Der Boost-Train. Ja, Sevi, das ist etwa meine Reaktion. Auf den Boost-Train. Ich hab gesagt, der Boost-Train. So, aber jetzt muss ich den Stream auch schon beenden. Bin froh, dass ich jetzt die Woche nochmal Herr der Ringe ein bisschen weitermachen konnte. So. Der Boost-Train. Aber ist auch geil, ne? Deswegen, dass man, Achtung, Hype kann bei übermäßigen Verzehr boostend wirken. Oh. Wenn man versucht, witzig zu sein. Ja. 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 Naja. Yeah. Okay, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei Lego Jurassic World. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht's gut. Und jo, bis zum nächsten Mal, wenn wir hier in Mittelerde weitermachen oder bei einem der anderen Projekte. Ciao.